So, moin meine Orklinge. Ja, wir sind noch auf dem Weg nach Salzburg, um den Bohrer abzuliefern und haben ja schon einen Großteil des Weges erledigt. Genau, nur noch 200 Kilometer, 3 Stunden, sagt er. Und dann sind wir endlich da. Und dann kriegen wir Fettasche. Naja, ein bisschen Abzüge haben wir bekommen und letztes Mal hatten wir ein bisschen Sekundenschlafprobleme. Es gibt ordentlich Abzüge. Eigentlich war der Auftrag irgendwas mit 11.000. Ich schätze mal, wir kriegen vielleicht noch so 5.000 oder sowas. Aber was soll's. Egal. Jetzt erstmal ankommen würde ich. Das ist das Wichtigste. So. Schön duster ist das, ne? Ja. Ich habe ja noch den Bus-Simulator hier rumfliegen. Ja, müssen wir mal gucken, welches andere LP wir dann zu Ende machen können, damit wir den Bus-Simulator, 16 ist das, glaube ich, dann mal reinhauen können. Da hätte ich auf jeden Fall mal Bock. Ich habe den mal ganz, ganz kurz angetestet, aber ich habe noch nicht mal das Tutorial, also diese Einführung am Anfang zu Ende gemacht. Hatte keine Zeit und, aber selbst das hat schon mega Laune gemacht, wo ich mir dachte, yes, super cool. Das musst du unbedingt let's playen und oder halt allgemein mal zocken, aber da fehlt die Zeit. Müsste man höchstens mal gucken. Ich weiß gar nicht. Was ist denn demnächst zu Ende? Pff, eigentlich nichts. Das, was jetzt alles so läuft aktuell, sind eigentlich alles Sachen, die rein theoretisch endlos laufen könnten. Ne? Space Engineers, solange wir immer wieder uns was Neues einfallen lassen. Abenteuermäßig, irgendwelche Herausforderungen, kein Problem. Ark, naja gut, da sind wir jetzt dabei, da bauen wir jetzt gerade um. Da verfolgen wir jetzt den neuen Plan, um an das Drachenei zu kommen. Aber dann wäre es auch für mich zu Ende. Also wenn wir das Drachenei dann bekommen haben und es zum Schlüpfen gebracht haben, dann wäre das für mich auch zu Ende, Ark, erstmal. Ja, dann würde ich es vielleicht nur noch im Livestream hier auf Aberration oder auf Ragnarok, wo wir die Burg bauen. Dann würde ich ja wahrscheinlich nur noch da dann weitermachen. Und ansonsten für mich hier zocken. Weil dann sind wir auch endlich von der Xbox One-Version weg, die halt ja dann doch recht schlecht aussieht. Was wäre dann? Ja, Horizon Zero Dawn, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich das überhaupt weitermache. Weil das Spiel halt eigentlich, es kam ja letztes heraus und wurde wohl hier im deutschsprachigen Raum sehr exzessiv gezeigt. Und das merkt man, ja, es ist. Da sucht jetzt heutzutage keiner mehr nach. So nach dem Motto, oh, hey, ich habe das Spiel gesehen, ich muss es jetzt unbedingt angucken. Und das recht nicht bei einem kleineren YouTuber wie uns, sondern die gehen dann halt zu den ganz Großen, wo die Videos dann 2 Millionen Klicks haben. Also von daher, glaube ich, werde ich das nicht weitermachen, sondern eher abbrechen und dann für mich selbst weiterzocken. Einfach ganz entspannt, gechillt. Ja, das ist dann auch ein bisschen besser. Aber da bin ich halt noch nicht so ganz sicher. Und was wäre dann Mafia 3? Ja, das dauert auch noch eine ganze Weile, zumal wir uns ja sämtliche DLCs dazu geholt haben. Das heißt, da gibt es ordentlich was zu tun. Ja. Da können wir richtig ausgiebig uns da entsprechend rumtreiben. Hm. Finde ich aber gut. Ups, genau so. Jetzt müssten wir eigentlich gleich weiterfahren können. Was haben wir denn dann? Ja, Landwirtschaftssimulator. Puh, ist auch eigentlich ein Open-End-Ding. Total Miner. Auch ähnlich Open-End. Was kommt dann? Empyreon. Ma, gibt's eigentlich auch kein Ende? Outcast, okay, das ist irgendwann mal zu Ende, aber da sind wir noch lange nicht. Das ist noch ein weiter Weg, bis wir da ans Ende kommen. Ja, Euro Truck Simulator 2. Eigentlich auch kein Ende in Sicht, ne? Das Ding kann rein theoretisch endlos gehen. Was haben wir dann? Na, Evorion. Ja, gut, Evorion, da gibt es schon irgendwann ein Ende. Also, zumindest rein theoretisch. Wenn man denn dann zum Schluss in diesem Zielbereich angekommen ist, wo es halt, also dieser abgeschlossene Bereich, wo es dieses Avorion, dieses Metall halt entsprechend gibt, dieses Erz, ja,
dann wäre praktisch das Ziel des Spiels erreicht und dann könnte man aufhören. Tja. Müsste man mal gucken, ne? Ja, mir fehlen dann irgendwie Sendeplätze. Ja, es ist ein bisschen, aber wie gesagt, arg. Ich guck mal zu, dass wir das jetzt so schnell wie möglich hinkriegen. Und dann wäre das dann entsprechend vorbei. Ich muss das sagen, im Moment bei Ark, so gerne wie ich es immer noch zocke, aber ja, es ist so ein bisschen die Luft raus. Also wenn, dann zocke ich persönlich aktuell gerne Aberration, also das Neue. Finde ich super cool. Sehr, sehr, sehr geile Map. Aber ansonsten, also Scorched Earth muss ich sagen, im Nachhinein, also am PC sieht es super schnieke aus, ne, aber trotz allem nicht, ich weiß nicht, irgendwie ist da bei Scorched Earth momentan so dieses, och, war, pff, kennst du, ne, ja. Gut, mag vielleicht auch so ein bisschen an Aberration denken, was da jetzt rausgekommen ist, ne, mit diesem anderen Setting, vielleicht auch deswegen so ein bisschen, ne, ja. Ja, bloß ich möchte, glaube ich, das wieder ein bisschen ausgleichen, ne? Dass wir mehr normale Let's Plays haben und halt diese ganzen Simulation-Survival-Sachen, dass das so ein bisschen 50-50 mehr ist. Weil ich habe etliche Spiele wie Wolfenstein und South Park, rektikuläre Zerreißprobe, die recht aktuell sind, die ich eigentlich gerne zeigen möchte, whoops, ich aber nicht zeigen kann, weil... Scheiße. Weil entsprechend der Platz fehlt, also die Sendezeit, ne? Ich wüsste nicht, wann ich das zeigen soll. Es könnte ein größerer Umweg werden. Na, super. Kacke, einmal die Ausfahrt verpasst. Und schwupps, war's das. Kann man hier vielleicht irgendwie drehen? Nee. Das Problem der durchgehenden Leitplanke. Ja. Oh. Der hält an, oder? Super. Ja, so macht man das, ne? Einfach mal auf der Autobahn gewendet. Ja, hammerhart, ey. Niemals nachmachen, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Es sei denn, ihr habt Panzer, dann ist das vollkommen egal, weil dann stört es dem Panzer überhaupt nichts, selbst wenn der LKW ankommt. Aber da ich davon ausgehe, dass die meisten von euch keinen Panzer fahren, ist das, glaube ich, egal. Ja, und dann sollte man das nicht tun. Nein, das ist eine sehr blöde Idee. Schnell zurückbrettern, damit wir keine Zeit verlieren. Oh. So, genau, hier wieder rechts weg. Da steht schon Salzburg. Genau. Na los, dann fahrt mal zu hier, Chaoten. Ja, durchgezogene Linie, aber egal, die sind mir zu langsam. Ja, die sind echt ganz schön langsam, ne? Normalerweise fahren die alle immer schneller als ich. Ach, guck mal, schöner Anblick hier. Super. Ach ja. Ja, aber müssen wir mal gucken. Na gut, ansonsten, so, ich glaube, also eins könnte ich noch dazu nehmen unter der Woche. Ja. Das würde ich noch hinkriegen. Aber wie gesagt, ich möchte halt gerne auch ein paar mehr normale LPs wieder zeigen. Weil eigentlich sind wir ja ein LP-Kanal gewesen. Also so ein, was heißt, ja, sind ja jetzt auch Let's Plays, aber halt, wo wir normale Spiele gezeigt haben. Und
manchmal habe ich so das Gefühl, das geht so ein bisschen unter. Wobei, jetzt aktuell finde ich sehr schön zu sehen, also Abonnentenzahl ist wie jetzt von einem auf den anderen Tag recht stark angestiegen. Das heißt stark, also zumindest mehr, als es sonst üblich ist. Und momentan werden die ganzen Simulationssachen, also gerade hier Space Survival Sachen hier, Avorion, Empyrion, Space Engineers, werden recht gut geklickt, wo ich mich sehr drüber freue, weil das sind halt auch, gerade diese Sachen sind immer die mit aufwendigsten, weil man halt so viel basteln muss und dann immer, ne, sowas wie Ark, das ist relativ, ja, das setzt sich hin, spielt's ein bisschen, fertig. Aber auch sowas wie hier YouTube Simulator und so, die erfahren momentan so ein bisschen mehr Klicks und das freut mich natürlich ungemein, weil, ja, ich muss hinter dir wieder rein, das macht keinen Sinn. Es macht halt auch viel Spaß zu zocken und nichts ist schlimmer, als wenn du Spaß an etwas hast und du kriegst kein Feedback oder nicht ausreichendes Feedback zurück. Und hängst dann da und denkst du die ganze Zeit so, ja, ich möchte gerne weiterspielen, aber wie zum Beispiel in Mass Effect Andromeda. Das hat mir eigentlich schon Spaß gemacht, gerade weil wir mit Original gespielt haben, ne? Also hier auf Englisch. Und dadurch war ja die Synchro war ja etliches besser, aber halt auch diese ganze Situationskomik und alles, dieser Humor des Spiels war dann nicht verloren gegangen durch die schlechte Synchronisation, die man sonst hatte, wenn man auf Deutsch zockt. Das war schon echt toll, aber war ja dann halt die Resonanz überhaupt nicht vorhanden. Und jetzt bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr, sehr gerne Let's Playen wollen würde, da glaube ich, haben wir das gleiche Problem. Achso, da hätte ich reingemusst, okay. Ja gut, fahren wir einmal um Pudding, da hinten ist auch noch ein Fragezeichen, ist auch nicht so verkehrt. Könnten Händler sein oder sowas. Sieht fast so aus. Also dann doch gar nicht so verkehrt, dass wir uns verfahren haben. Ja, manchmal hat es einen Vorteil. So. Ja, ein DRF. Okay. Super. Noch einen Händler gefunden. Ah, Händler finde ich immer gut. So. Da vorne dann rechts und dann sind wir endlich da. Genau. So, du kannst jetzt, ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt gerne grün werden, wenn ich angerollt komme. Perfekt. Ja, sehr gut gemacht. So, und jetzt mal schauen, was wir für einen Parkplatz kriegen. Ich glaube, da sehe ich ihn schon. Ja. Astrein, ey. Super geil. Ich liebe es, wenn wir diesen bekommen. Klar, man könnte es automatisch einstellen, aber es ist jetzt dieser zufällige Parkplatz. Das heißt, es ist der, der die beste Belohnung bekommt. Juhu! Was ist denn das hier gerade? Was ist hier gerade los? Hä? Voll komisch irgendwie. Ja, egal. Ja, vielleicht weil es beschädigt ist. Zufriedenstellend, ne? Das war klar. Und Abzüge? Ja, geht, okay, da kann ich echt mit leben. Das hielt sich in Grenzen. Naja, jetzt haben wir 68.000. So, gucken wir doch mal wie immer, was es denn morgen gibt. 12.000. Hamburg nach Liege. Da waren wir schon mal. Nürnberg waren wir noch nicht. Okay. Oder Frankfurt. Haben wir denn hier noch? Kassel nach Metz. Ich
Hier, das sieht gut aus. Das gibt auch einen ordentlichen Preis pro Kilometer. Ja, oder wirklich das hier, ne? Ja, komm, machen wir das. Was war man da? Ein Digger. Na gut, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, euer Mr.